Letztes Mal habe ich Greg ja nicht gesagt, dass sie mit Taylor direkt gesprochen hat, sondern nur gesagt, dass sie Spark auf ihrem Handy hat. Das ist wohl schlecht für dich, ne, Greg? Ja, ich mache ja schon. Jabba, sollen wir gucken. Ich weiß ihr Passwort nicht. Ich gehe mal auf Mail. Zum Glück waren wir in ihrem Mail-Account schon. Hä, oder auch nicht? Warum ist hier noch alles ungelesen? Ich habe das doch schon gelesen. Ja. Taylor, du nervst mich. Okay, mit ihm kann ich noch nicht sprechen. Eine neue E-Mail ist gekommen. Muss ich voller Name? Nee, ich glaube nicht. Toby Reich. Das wissen wir auch. Sie heißt Hadi. Und das weiß ich eigentlich auch, aber ich tue mal so, als würde ich es nicht wissen. Okay, jetzt kommt Ashley ins Spiel. Das letzte Mal haben wir wirklich so. Ich glaube, wir haben es auch nicht vermasselt mit Ashley. Ich glaube, wir haben das sogar hinbekommen. Achso, wir haben uns ja hier noch gar nicht unsere Nachrichten von Ashley angeguckt. Hier ist eine, die müssen wir noch. Was? Habe ich da. Hä? Moment, in was für einem Zusammenhang? So, I confronted him about it and he again denied it. So, I showed. Nee. So. I. Nee. So, I took his phone and showed it to him. Yay. Noch irgendwas, was ich zusammenflicken muss? Hello. Okay, hier ist noch keine Veränderung. Das war das letzte Mal auch. So, I walked up to her, played it cool, pretend to ask for her card and stuff, right? Okay, hier verändert sich's. Ich muss mir mal noch aufschreiben,
Das könnte vielleicht auch noch interessant sein. Am Ende können wir uns ja aussuchen, ob wir ein Foto da bei Sparks, wie wir Sparks, Spark, wenn wir das Fake-Profil erstellen sollen, können wir, haben wir die Option, ein Bild von einem Freund zu nehmen. Ich denke, dass wir da Ashley nehmen können. Aber dafür muss ich, glaube ich. Dafür muss ich, glaube ich, wirklich so tun, als wäre ich Anna. Also. Hello? I know you're there. Why aren't you speaking? If anything happens to her, it's on you. Explain. Ja, warum will mich jeder eigentlich anrufen? Errungenschaft freigeschaltet, she needs to know. Okay. Okay, Spark, Taylor. Ah, das ist interessant. Das war vorher auch nicht. Taylor hätte das auch gewusst. If you send me a pic of Anna, I will tell you her favorite movie. Scheiße. Okay, was soll ich da jetzt? Das hatte ich jetzt noch gar nicht, deswegen weiß ich jetzt nicht, das ist unheimlich, das ist so falsch. Sure. Ich habe gesagt, ich bin ein Arschloch. Diese. Okay. Was nehmen wir denn da für ein Bild? Oh mein Gott, das ist so fies. Komm, wir nehmen das hier, das ist doch süß. Hoch, voilà. Ich will gar nicht wissen, was Taylor damit alles macht. Wie? Das ist nicht das, wonach ich suche. Wenn du dich damit nicht wohlfühlst, ich werde dich nicht dazu zwingen. Oh, ist es dein Ernst? Oha, der hat jetzt gelogen, hat so getan, als wüsste er Annas Lieblingsfilm, nur um an ein Bild zu kommen. Ja, klar. Was kommt denn jetzt? Hier verändert sich schon etwas. Das finde ich eigentlich ganz interessant. Black Beauty, A Dog's Purpose, Free Willy. Ah, interessant. Jetzt kann ich die alle ausprobieren. Cool. Alles klar.
Ich werde das. Ich weiß natürlich die Antwort, deswegen mache ich es jetzt. Mache ich jetzt gar nicht so lange rum. A dog's purpose. Was wäre jetzt passiert, wenn ich ihm jetzt ein anderes Bild geschickt hätte von Anna? Das zum Beispiel, wo wir reparieren müssen. Wo sie im Fitnessstudio ist. Wieso haben wir unseren eigenen Post geliked? Das ist irgendwie seltsam. Huh! Nein! Geh weg! Oh, Alter! Ich denke, ich habe eine Spur. So adorable. We were on the phone for hours and I only said like two words. And like a good bestie, I sat through the entire thing. I don't know what it is about her and guys. She's always, I don't know, self-conscious about it? And I'm not like that with Greg. Should I be? I mean, he's been good to me, I guess. Hm. Okay, Ashley hat uns geschrieben. Oh mein Gott. That Greg? Are you too onto something? Ja, natürlich, klar. Leave me and Anna alone. Okay, ich bin mal gespannt, was das für Auswirkungen hat, dass ich hier jeden irgendwie so ein bisschen wegstoße. Ich weiß gar nicht, wie lange nehme ich denn jetzt überhaupt schon auf? Eine Stunde schon wieder. Das geht bei dem Spiel so schnell, dass man da eine Stunde aufnimmt. Das gibt's gar nicht. Okay. Help. Den antworte ich jetzt nicht. Okay, hier Greg, hast du deinen scheiß Code. Thank you.
Jetzt kommt dieses komische. Die komische Aufnahme wieder. Katze ist auch verschwunden. Moment. 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 Du ver. Ich. Applesauce. Ich muss jetzt bewaffnet sein. Falls jetzt dieses komische. Dieses komplette Runterfahrdingens da kommt. Okay, ich glaube, ich habe den richtigen Namen hier. Applesauce. That is your explanation. Do you know how. Okay, ich bin bereit. Ich bin bereit. Mach hinne. Oh, ich bin so aufgeregt. Ich hoffe, das ist richtig. Ich bin mal gespannt, was das dann bringt. Mach ich nicht, du! Greg, du brauchst so lange zum Schreiben. Ich muss gucken, ob meine Aufnahme noch läuft. Ja, ist noch gut. Ja. Ich möchte ihn jetzt auch nicht wütend machen. Mach! Mach! Ja! Los! Oh, Mist. Was habe ich denn jetzt aber falsch gehabt? Oder kann man das überhaupt nicht verhindern? Keine Ahnung, ich schreibe jetzt irgendwas hin. Mann.
Keine Ahnung. I don't wanna tell you about that. Das hat funktioniert. No. Was? Too bad for Anna then? Was? Das war das letzte Mal auch nicht. Habe ich jetzt was Falsches gemacht? Saved. Oh mein Gott. Okay. An dieser Stelle höre ich jetzt aber erstmal auf. Für heute. Ich nehme jetzt über eine Stunde schon auf. Wie gesagt, ich weiß noch nicht, wie ich das rausbringen werde, ob ich es schneiden werde. Weil ich doch jetzt gerade gesehen habe, dass der größte Teil, nicht alles, aber der größte Teil von den Chatverläufen ist doch gleich. Egal, welche Antworten jetzt man jetzt nimmt. Deswegen wahrscheinlich werde ich es ein bisschen zusammenschneiden. Und ja.
Ich bin aber gespannt, wie sich das Ende noch ergeben wird. Was für ein Ende wir diesmal bekommen werden. Aber ich denke, es hilft schon eigentlich ganz gut, wenn man zu jedem so ein bisschen fies ist und man so tut, als würde man sich eigentlich gar nicht interessieren und es wäre uns eigentlich alles scheißegal. Aber ich bin gespannt, ja, wie es weitergeht. Und mal schauen, was ich jetzt noch aufnehme, ob ich noch was aufnehme, was Kleines. Ja, aber jetzt an dieser Stelle erstmal vielen Dank fürs Zuschauen wieder bei Simulacra. Ich hoffe, es gefällt euch, also der zweite Durchgang. Ja, wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Bye bye.